Ja, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge in meinem Lightroom Corner. Heute bearbeiten wir dieses Bild zusammen, das entstand in der Folge 14, Part 3. Ich fand es ganz cool und wollte euch zeigen, wie ich das so bearbeitet habe. Vorab, ich habe mir jetzt keine Werte auf den Zettel aufgeschrieben, wie genau diese eingestellt waren bei diesem Bild. Ich werde das eher einfach zurücksetzen und wir werden uns einfach zusammen mal schauen, was daraus wird. Ich werde eine virtuelle Kopie erstellen, damit ich immer so ein bisschen gucken kann, wie das Ausgangsbild aussah. Aber wie gesagt, ich wollte nicht so billig irgendwelche Werte aufschreiben und einfach danach gehen. Viel eher finde ich es gut, wenn ihr versteht, warum ich das so mache und einfach mit mir guckt, ja, warum ich das so mache. Genau so. Ja, virtuelle Kopie erstellt und die setze ich jetzt einfach mal zurück. Und wie bei allen Bildern, die ich heutzutage so bearbeite, gehe ich wie gesagt erstmal in die Grundeinstellung, lasse die Temperatur und Tönung erstmal weg. Belichtung passt hier erstmal. So, und bei den Lichtern, da habe ich früher so hier was gemacht. Die Lichter heller, die Tiefen dunkler, um da Kontrast reinzubringen. Heute mache ich das eher genau andersrum. Und ich fange da immer an mit so einem Wert von minus 25 links, minus 25 rechts, links und rechts, sodass das so ein bisschen so ein HDR-Look erstmal bekommt. Hier können wir auch bei der Klarheit ein bisschen höher gehen. Dynamik auf jeden Fall. Das Bild hat zwar nicht viele Farben, aber die Farben, die es hat, sind ziemlich cool und die verstärke ich einfach hiermit so ein bisschen. Ihr merkt schon, ich mag alle Zahlen, die so mit 5. Die Fünferzahlen 5, 10 und 15, 25 und so. Sättigung fasse ich sehr ungern an. Ich gehe eher damit ein bisschen nach hinten, zurück in den Minusbereich. Kontrast, jetzt hole ich so ein bisschen den Kontrast hier raus. Einfach nur mit diesem Regler. So, erstmal ganz grob. Das waren so die Grundeinstellungen. Ich gucke ab und zu manchmal so, okay, was passiert hier mit dem Weißabgleich, wenn ich den mal auf automatisch setze? Nee, auf keinen Fall. Tageslicht, ja, das entspricht schon eher so, wie die Aufnahme auch wirklich war. Also lasse ich es einfach wie Aufnahme. Und wir gehen weiter zur Gradationskurve, zu der besten Option hier in Lightroom. Bei euch sieht das vielleicht so hier aus, wo ihr die Regler hier habt mit Lichter, helle Mitteltöne, dunkle Tiefen und so. Wenn ihr das so habt, dann geht doch einfach auf dieses kleine Kästchen hier, klickt es an und dann habt ihr hier so die Punktkurve und setzt, so wie ich, einfach drei Punkte, sodass wir insgesamt fünf haben. Und jetzt können wir mit diesen fünf Punkten einfach ein bisschen rumexperimentieren. Diesen Punkt ziehe ich ein bisschen höher, um es ein bisschen so zu verblassen. So finde ich irgendwie momentan gerade ganz cool. Deswegen mache ich das so. Und einfach nur nach oben und unten schieben die Regler. Und schon kriegt das hier einen richtig coolen Kontrast. Einfach immer jeden Punkt nehmen und entweder nach oben oder nach unten ziehen. Wie gesagt, nach oben auch mal gerne übertreiben, damit ihr wisst, was da überhaupt passiert. So, und das Bild hat schon richtig krassen Kontrast. Vielleicht zu kontrastreich, sodass wir hier ein bisschen den Kontrast rausnehmen. So, das gefällt mir schon mal richtig gut. Und jetzt kommt auch noch, was einfach sich bei diesem Bild total anbietet, die HSL-Tonung oder Tönung. Wo haben wir überall Rot? Wir haben Rot direkt auf den Lippen, das sieht man. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo diese Farben im Bild sind, einfach zum Luminanzregler gehen und einfach mal übertreiben nach links und rechts, dann seht ihr ungefähr, aha, okay, da sind die Farben. Hier machen wir die Lippen einfach ein bisschen rötlicher, ein bisschen dunkler. Hier können wir den Farbton noch ändern vom Gesicht und von den Lippen. Ich lasse den mal auf 0, beziehungsweise nee, ich gehe mal ein bisschen mehr so nach rechts. Sättigung kann man ein bisschen verstärken vielleicht. So, dann gehen wir weiter zu Orange. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das greift natürlich sehr stark das Gesicht an. Ihr seht es im Gesicht ganz stark. Und hiermit könnt ihr auch das Gesicht immer heller machen, falls ihr ein Gesicht dunkel habt. So, Sättigung lasse ich mal so. Farbton, glaube ich, der passt schon. Das ist zu rötlich, das ist zu grün. Das passt schon so. Gelb überspringe ich mal hier. Ja, vielleicht hier so die Haare und so, ne? Aber das macht nicht so viel. Grün, behaupte ich einfach mal, haben wir nicht viel. Deswegen gehen wir mal direkt zu Aquamarin. Und hier, ja, Aquamarin ist einfach die Tür. Und da könnt ihr einfach aus der Tür, bäm, entweder blaue Tür machen oder bäm, grüne Tür. Und voll geil. Also mir gefällt dieses Blau hier ungefähr so. Bei 50 vielleicht.
Voll geil, also das kommt richtig geil zur Geltung hier. Dieses Goldene mit dem Blauen und die Mütze, es wirkt auch noch so bläulich. Hier können wir vielleicht ein bisschen die Sättigung verstärken. Hier können wir mit der Luminanz spielen. Wollen wir es eher ein bisschen düsterer oder ein bisschen heller haben? Ich finde das Helle gerade ganz cool. Gehen wir ein bisschen so, ja, plus 25. Hier, ich gucke nochmal, wo hier eigentlich überall blau ist. Ihr seht das. Da nochmal. Können wir auch noch ein bisschen heller machen. Den Farbton. Ja, ihr könnt natürlich auch so in die Richtung gehen. Ich glaube, die Richtung war auch das ursprüngliche Bild, wenn wir nochmal nach zu dem Bild gehen. Ja, eher so ein bisschen dunkel, aber eher so diese Farbe. Aber ja, scheiß drauf, wir machen es mal einfach mit dieser Farbe jetzt hier, so ein bisschen bläulicher eher. Wie gesagt, heute gefällt euch dieser Stil, am nächsten Tag gefallen euch andere Farben. Ist völlig in Ordnung, muss man sich nicht schämen. So, lassen wir das so und ja, hier die überspringe ich auch einfach mal. Die Zeittonung habe ich auf jeden Fall nicht angefasst, die fasse ich momentan auch relativ selten an. Ist mir, ja, finde ich irgendwie out. Manche Bilder bietet sich so an, so die Teiltung zu benutzen, um so einen Vintage-Look zu erschaffen. Bei dem Bild, nee, überhaupt nicht. Gehen wir jetzt zu den Details. Ich setze meistens so den Wert einfach auf 50 und auch die Rauschreduzierung auf 50 bin ich auf der sicheren Seite. Und jetzt bei der Objektivkorrektur können wir es entweder hier machen. Und ich finde zum Beispiel richtig cool, wenn man die ganz nach rechts zieht, ist das Bild irgendwie, hat das was? Ist ein bisschen was anderes, als wenn man es einfach nach ganz links zieht. Also ich finde beides okay. Dennoch gehe ich eher nach links, mache so eine schöne Vignette rein. Ihr könnt natürlich auch eine Vignette mit dem Effekt hier reinmachen. Habt ihr mehr Kontrolle, könnt die stärker machen, ründlicher, eckiger, wie ihr wollt. Eine Körnung mache ich auf jeden Fall nicht rein. Und wir sind auch schon beim letzten Punkt angekommen, hier bei der Kamerakalibrierung. Da übertreibe ich auch einfach immer gerne, um zu gucken, in welche Richtung. Und dann sehe ich, ah, okay, links gefällt mir besser. Also gehe ich auf 0 wieder zurück und mit der Maus gehe ich auch ein bisschen nach links so. Vielleicht bis hierhin. So, Farbton, rot. Gucken wir, was gefällt uns, rechts oder links? Ja, links auf jeden Fall nicht, eher rechts. Also gehe ich hier ein bisschen nach rechts so. Sättigung verstärken, ja, muss man vorsichtig sein, weil rot und blau sind meistens im Gesicht. Wollen wir nicht unbedingt verstärken, dass das Gesicht irgendwie glüht oder so. Gucken wir bei grün, nach links oder nach rechts? Ich finde, ja, das war rechts, war nicht so krass rechts. Eher rechts, also gehe ich auch ein bisschen nach rechts. Blau. Nach links oder nach rechts. Beides finde ich nicht gut, deswegen lasse ich es einfach auf 0. Ganz einfach. Und hier können wir noch vielleicht mit der Sättigung ein bisschen rausgehen, auch bei Rot so ein bisschen. Ja, wow. Und das war's auch schon wieder. So schnell kann es gehen. Ich zeige euch mal den Vorher-Nachher-Effekt. Also wenn man so eine virtuelle Kopie erstellt, geht das leider nicht hier mit. Geht es leider nicht. Also das war wirklich das Bild jetzt. Was ich eigentlich bearbeitet hatte. Heute sieht das Bild jetzt so aus, auch nicht schlimm, finde ich auch cool. Aber um es vorher nachher zu zeigen, muss ich es einfach zurücksetzen und aufgepasst. Bäm. Also, das sieht irgendwie komisch aus, das Bild jetzt so. Es sieht irgendwie so falsch aus, aber so wurde es gemacht, mit RAW fotografiert und ja. Also, Leute, was ihr noch aus einem Bild rausholen könnt, ohne Photoshop, sondern nur mit Lightroom. Und Lightroom ist ein Programm, was man echt bezahlen kann, sage ich mal. Was gar nicht so teuer ist und es völlig ausreichend ist. Ich setze nochmal das mit SDGZ zurück. Bam! Wie geil! Also ich überrasche mich immer wieder selber, was Lightroom alles kann. Ihr könnt natürlich die Macken auch mit Lightroom entfernen. Ich habe sie mit Photoshop entfernt. Ihr könnt den Bildausschnitt nochmal zuschneiden. Ich mache das sehr ungern. Ich achte immer darauf, dass ich vor Ort so fotografiere, wie ich den Ausschnitt auch haben will, weil meiner Meinung nach, wenn man ein Bild zuschneidet, ist es nicht mehr das Bild, was man gemacht hat. Bei manchen Bildern kann man das machen, ist okay. Ja, was wollte ich hier noch zeigen? Die Augen kann man ein bisschen aufhellen mit dem Pinsel und so, wie gesagt. Habt ihr ein paar anderen Sachen schon gesehen? Entschuldigung. Ja, das war's auch schon. Wir sind am Ende angekommen und wenn euch dieser Lightroom Corner gefallen hat und ihr meint so, ah, verdammt, ich wollte aber nicht, dass er das Bild zeigt, wie er es bearbeitet hat, sondern ein anderes aus der Folge 14, dann sagt Bescheid. Dann mache ich noch vielleicht zu Part 1 und Part 2 aus der Folge 14 in Lightroom Corner, wie ich die Sachen so bearbeitet habe. Gehe mit euch die Sachen durch. Gar kein Problem. Und das Coole, Neue ist jetzt daran, dass ich euch dieses Preset abspeichere und euch zum Download zur Verfügung stelle, unten in der Videobeschreibung. Ja. Voll cool. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, ich würde mich freuen. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Ciao.